und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Ja, wir haben in diesem Dorf Flusswald schon einige Quests angefangen und die nächste Quest ist eigentlich den Fendal für uns zu gewinnen, weil mir das Sven nicht so gefällt und wir haben die Auswahl zwischen Fendal und Sven. Ich habe die Einstellung jetzt wieder auf Maximum, da Frebs nicht mehr Probleme macht. Dazu zeige ich einfach kurz die Anzeige. Helligkeit ist natürlich nicht Maximum, sonst sticht es zu viel ins Auge. Diese Überblendeffekte, die so cool sind. Ja, da ist die Sonne. Und ja, wir müssen jetzt gerne, wie und wo ich nur kann. Noch ein bisschen leiser, weil irgendwie ist das ganze Spiel wieder lauter. Ja, Gesamtlautstärke. Das ist in den meisten Spielen so, dass man einfach immer wieder die Gesamtlautstärke wieder anpassen muss. Ist nervig. Du hast einen Bug. Ja, ich tue ein paar Hölzer tragen. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt. Dann müssen wir da zu Camilla gehen. Natürlich, ich gehe nicht auf die Brücke, da ist eine Frau. Sie ist langsam. Oh, Sven. Das ist ein blaues Wunder. Erleben. Also ich werde so schnell wie möglich das Haus in Weißlauf holen, damit wir einfach ein paar Sachen sammeln können. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wieder sehen. Oh. Schon wieder ein Gedichter, wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Oh. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Oi, oi, oi. Ich gehe dann mal wieder. Die haben wir nicht gerade gut. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Wir brauchen mehr Schutz- und Heilzauber, deshalb. Ich werde sicher dann auch noch einen zweiten Spielstand anlegen, weil jetzt sind die so in Untermenü gekoppelt. Also zu diesem Black Drago, Diana oder wie er heißt. Haben wir hier reingetan. Ja, Black Drogia, Dragodion, ja. Und, also ist so ein Untermenü. Und dann ist noch Gefangene. Aber Gefangene sind auf die Spielstände vor dem Namen ändern. Und das habe ich, glaube ich, nicht. So, ich möchte gerne eine Spitzhacke. Aber die hat wahrscheinlich der Schmied. Ein Ring der flinken Finger. Wäre nicht schlecht, aber ich will mein Geld doch nicht ausgeben und ich habe sowieso viel zu gehen. Ja, dann was sonstiges. Holzkohle oder so. Sowieso nicht nötig. Und Sehnsteine brauchen wir noch nicht. Der ist jetzt sicher nicht sehr toll, wenn man alles sammelt. Deshalb tue ich mal das Kriegsschwert und Eisenschwert weg. Geißelschwert auch. Und ich habe jetzt 274. Ein Langbogen reicht. Stahldolch möchte ich behalten fürs Zaubern. Und hier könnte ich wirklich mal etwas verkaufen. Also. Brauche ich wahrscheinlich das wenigste. Croissant möchte ich behalten. Apfelkarotten. Lachsbraten möchte ich auch behalten. Die sind nämlich gut. 5 und viel. Brauche ich ja nicht. Zutaten möchte ich auch behalten fürs Zaubern. Und die Bücher könnte ich eigentlich auch verkaufen. Ne? Also, das ist ja
jetzt wirklich nichts, was ich brauche. Einmal kann ich verkaufen. Ja, er hat noch genug Geld. Korb, Kufe lasse ich. Laterne, Pelz. Pilze lasse ich auch. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt gehen wir kurz zum Schmied. Und dann holen wir Fan. Oder wir holen zuerst Fan da, hä? Ja. Mal ein bisschen rennen. Hey, Fender, du bist ja schon hier. Und noch keine Box mehr. Gut. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Ja. Folge mir. Ich brauche deine Hilfe. Das kann mich nochmal anreden. Ich gebe euch Deckung. Und ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Weil, oh, der hat Feuerholz, das kann man ja verkaufen. Schlüssel zu Fendals Haus, können wir mal mitnehmen. Und in Eisendurch auch, du brauchst wirklich eine andere Waffe. Oh, jetzt habe ich keine Waffen für dich. Das ist Stahldurch. Zurück. Geben ist er. Also, F. Gut, und dann kannst du... Ja, Eisenschild nicht. Eisenstiefel, Eisenhelm. Also feine Stiefel mal haben. Voltkapuze kannst du auch haben. Fußlappen sowieso. Alles Mist. Rüber. So, ja, dann haben wir. Ja, dann siehst du aus wie ein Kaiserlicher. Zaubertränke, ja, habe ich zu wenig für ihn. Und sonst. Kannst du noch den, ja, den Langbogen für mich. Also dann hast du. Nein, ich möchte nicht mehr. Was soll ich nehmen? Ich hab doch gedrückt. Waffen. Du hast einen Jagdbogen, okay. Kannst du den eigentlich. Nein, ich. Ich will nicht den nehmen. Darf ich bitte... Bitte das ausrüsten, danke. Muss ich nämlich auch selber ausrüsten. Und zwar mit Tab. Die Waffen muss ich wieder aus... nein, Waffen haben wir schon. Eisenschild. Goldene Halskette. Das Schalschild, also... Das Eisenschild kann ich ihm auch geben. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Die Steuerung ist manchmal ein bisschen verbuggt auf dem PC. Können wir leider nichts dazu machen. Das Eisen... Nein, ich will es nicht ausrüsten, ich will es ihm geben. Schwer, sehr schwer Steuerung. Dann mal los. So, und zwar... Schallschild und die Waffe habe ich auch ausgerüstet. Gut. Könnte ich das Stahlschild eigentlich zu Favoriten machen? Und die Waffe zu Favoriten. Kann man Y und dann auch auswählen. So, ich möchte gern. Nein, ich möchte nicht. So. Also dann könnten wir zum Schmied gehen, oder? Edric. Um vor allem eine Spitzhacke noch zu kaufen. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Okay. Auf Wiedersehen. Und zwar müssen wir hier hin und Eisen durchschmieden. Ja, nicht mal so schlecht. Lehrlingsstufe, aber solide. Macht nur weiter so. Boah, wir werden aber schnell stark. Braucht ihr einen Schmieden? Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben.
Okay. Ja. Ich finde es lustig, dass die Quests eigentlich so richtig schnell sind. Weil das würde ja, Jahrzehnte gehen, bis man irgendwie das richtig gut kann. Also ich kenne Schmieden und das, was heutzutage geschmiedet wird, ist eigentlich sehr schlecht. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der das sieht gut aus. Dafür einfach mechanisch, also wenn ihr euch für eure Klingenzeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Zum Beispiel... Ja, ich habe bei dir alles geklaut, tut mir leid. Wenn ihr zum Beispiel ein Werkzeug aus Falzstahl macht und aus Damaskus oder so, Damaskstahl, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr viel kosten, extremst viel. Also so richtig gute Schmiede gibt es halt heute nicht mehr. Ja, also machen wir das einfach. Auch von Wolfsbett, ja. Irgendwie von Wolfpelz. Bisschen mehr Leder. Von Fell auch. Von Pferdefell, nö. Kuhfell. Kann ich Lederstreifen machen? Mach ich mal einen Lederstreifen, so. Also vier. Aber einmal was? Drücken. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Ja, und ich habe sehr viele Dolche, die ich in deine Fresse stecke. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Aha. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Easy peasy. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Also muss ich jetzt das also in der Werkbank machen. Das nur also verstärken, also immer noch hier. Gut. So gut kenne ich es halt auch nicht mehr. Und, sagst du was? Nichts? Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Ja, genau. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Aha. Darf ich eure Schmiede bei uns? Problem. Wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Ja, dann mache ich einfach mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Ja. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Also jetzt level ich noch kurz und dann gehen wir nach Weißlauf. Auf Wiedersehen. Damit wir Ende des Partys noch Weißlauf wenigstens sehen. Also ich muss den Lederhelm noch ja, herstellen. Verbessern, ja. Und jetzt was muss auch ich immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann hab ich nicht jetzt. Oder habe ich jetzt was Falsches gemacht? Ja. Baumaterialien können wir dann später für das Haus gebrauchen. Aber ich habe gemeint. Ah, Pelzhemd. Oh, ich habe das Falsche. Ich habe das Falsche hergestellt. Ja, aber ich wollte jetzt zuerst nach Leder gehen und schauen. Seid ihr eher von der heimtückischen? Nein, lass wenn es ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ja, das auf Wiedersehen. Muss ich jetzt machen. Haben wir noch ein bisschen selber gelevelt. So. Super. Braucht ihr eine neue... Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Ja, das werde behaltet ich, doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Ja. Dann mache ich Drachenknochen Ausrüstung. Also wir müssen jetzt schleifen. Und zwar die Dolche. Wenn wir können. Wie viel weiß ich jetzt nicht, wie viel ich kann. Noch einen kann ich machen. Noch einen. Ah ja, da unten steht so. Ich will die Eisenbahn verbrauchen. Und ich möchte gerne noch den Eisenstreitkorb natürlich.
Und der Langbogen. Den Stahl. So. Und jetzt könnte ich hier noch immer hier benötigt. Eisen. Mir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Schmuck. Lederarmschienen können wir noch machen. Damit ich einfach ein bisschen levele. Aber wir haben noch zu wenig Materialien, um da irgendwie das Beste zu wäkeln. Und jetzt sind wir eigentlich fertig. Ich muss jetzt eigentlich nichts mehr hier machen. Wir könnten noch zum Wachturm nach oben, aber ich möchte lieber in Weißlauf noch mehr machen. Und wir gehen jetzt dorthin, speichern mal kurz. Und ja, gehen langsam dorthin. Ja, jetzt renn doch endlich, wenn ich doch sage, du sollst rennen. Eine Spitzhacke können wir... Ja, machen wir das später, hä? Vielleicht finden wir auch irgendwo eine Spitzhacke. Müssen wir den Schrott nicht kaufen. Und jetzt hier ist es gerade ein bisschen low mit dem Performance. Ah, jetzt habe ich wieder 52. Genau hier war irgendwas. Ist das das... Ist das der Wasserfall gewesen dort? Ja, Freps hat manchmal ein paar Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob es konstant bleibt oder wieder runter geht, aber tut mir leid, wenn es Freps ist. Ich kann leider mit Open Broadcast Studio nicht aufnehmen und Shadow Play geht auch nicht. Aha. So, okay. Ah, Namen Tüst, ja, ist sehr gut. Aber wieso hast du mich überrascht? Hm? Die Unschärfe-Effekte sind nicht so gut, also ich sehe überhaupt nichts, wenn manchmal Unschärfe-Effekte da ist. Es ist nirgendwo mehr ein Wolf. Aber die Bluteffekte, die sind cool, auch ohne Blutmod. Ich habe sonst immer einen Blutmod noch genommen. Falls ich auf der anderen Seite kommt. Habe ich jetzt nicht einen höheren Schwierigkeitsgrad eingestellt? Ich muss echt mal Gameplay Adept habe ich schon. Nehme ich halt Experte von hier aus. Aber die Wölfe halten ja nichts aus, die Leveln hat auch nicht. Irgendwie hat da Skyrim etwas halt nicht so gut gemacht beim Leveling. Ich finde es ein bisschen schade, dass die nicht irgendwie Level 80 werden können oder so. Außerdem habe ich ja eine gute Waffe jetzt. Weil ich sie verbessert habe nochmal. Eine Eisenader. Also. Dann hör auf zu laggen. Ah ja, das ja. Eislauf schon. Ah, diese Nostalgie, ja. Es ist einfach cool. Skyrim hatte einfach so einen. Ja, wie soll ich sagen? Einen spielerischen Orgasmus oder so in mir ausgelöst. Obwohl ich eigentlich nie so irgendwie ein bisschen pervers bin oder so. Ich war noch nie richtig pervers, aber wenn du denkst, du bekommst unten Schmerzen über, nur weil du es so cool findest. Geht weiter. Oh, dann ist es schon überzeugend, dass ein Spiel so etwas auslösen kann. Das ist Wahnsinn. Aber leider läuft es überhaupt nicht gut hier in diesem Gebiet. Ich mache die Unschärfe-Effekte wieder aus, weil es geht mir auf den Wecker, auf den Zeiger, sozusagen. Die Gräser hat auch nochmal. Tut mir leid, aber Freps ist gerade am Spacken. Scheinbar ist das überhaupt nicht CPU. Das Spiel hat nicht CPU, dass ich mehrere Kerne benutzen kann. Und Freps hat auch viel CPU. Frisst. Ja, und die Honigbrauerei gehen wir mal später. Ich möchte jetzt eigentlich in die Stadt. Ja, es läuft deutlich flüssiger, seht ihr? Es läuft eigentlich überflüssig. 50 FPS mit einem kurzen Lag. Die Dinge sammle ich später. Da habe ich eins. Nirnwurz, genau. So, und dort haben wir einen Kampf, da gehen wir mal hin. Ja, es laggt immer noch. Es liegt am Freps, tut mir leid gerade. Ja, danke!
der ist so böse, hab ihn einfach. Hey, ist die Schwierigkeitsgrad wirklich viel leichter geworden? Ihr seht stark aus. Kommt nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Oh, Gefährte. Wo habt ihr euer Gefährten angeschlossen? Vilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Cool. Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich. Sag also, mir einfach, wen ich verprügeln soll. Gut. Ein paar Drachen bitte, gell? Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Oh, cool. Aber Gottlag entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Also, ihr seht es. Das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ja, weißt du, wenn ich jetzt wieder auf Meister würde spielen oder so, also noch schwer legendär, glaube ich, dann könnte ich denen wenigstens mithelfen, aber nein, das Spiel ist viel zu leicht. Ihr seht nicht, es sah nicht so aus, als würde ihr Hilfe gebraucht. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen. Ja, wenn er zu schnell down war. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ja. Genug denn ja auch One-Hit. Also, ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja. Ich werde sowieso beide. Kommt nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Ah, Elia, das ist die. Auf uns wartet eine gute, wo man, glaube ich, auch als Freundin haben kann. Und, sie ist ganz besonders, also. Naja, nicht meine mein Mutter Geschmack, überhaupt nicht mein Geschmack. Und aber sie Mutter. Sieht mega sexy aus. Und alle aus, Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Cool. Gutes Training. Ja. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Du siehst ein bisschen blind aus. Das leuchtet in die Augen immer so schön. Keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Mhm. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Also ich rede später mit dir weiter. Ja, das, ich sage bis zum nächsten Mal. Das Gleiche oder Ähnlichem. Da ist noch eine andere. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Ich mit dir rede ich dann in Jovaska. Also eben das Spiel ist performance-lastig, halt nicht für den PC angepasst. Bethesda tut sich immer um die PC-Version nicht viel Mühe machen, also schon gute Mühe, aber nicht so, als würde das jetzt wirklich auf dem PC komplett gut laufen. Ich hab eine mega gute Grafikkarte, eine mega gute Arbeitsspeicher und eine mega gute CPU, aber das Spiel läuft nicht flüssig mit Fraps. Das ist ein bisschen Fraps-Schuld natürlich, weil Fraps hat so einen internen Speicher, also der nutzt einfach die CPU intern und tut halt im Game dann alles CPU wegnehmen. Weil das Game tut nur auf einem Kern laufen, Multicore, nö, nicht die Bohne, das hätten Blizzard schon lange, Bethesda schon lange machen sollen. Vor allem in dieser Special Edition. Und die Engine ist halt auch nicht gut. Also für einen Laue wird es sehr gut sein, die Engine natürlich. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Aber für ein Ding. Für ein Profi in Sachen Engines. Also ich habe richtig viel schon studiert über Engines, weil ich auch mal
ein bisschen ja modden und so wollte und so weiter. Und ich kenne die Engines von Bethesda seit Morrowind, weil Morrowind habe ich gemoddet. Und ja, dann ist sozusagen die Engine halt relativ schwach für den PC. Für die PlayStation 3 ging das perfekt. Aber jetzt haben wir PlayStation 4 Pro und die Special Edition ist ja nicht so gut genug für eine PlayStation 4 Pro. Für den PC sowieso nicht, aber es nutzt nur einen Core, es nutzt nur einen Grafikkartenchip und ich habe vier Cores Grafikkarte und da nutzt halt Skyrim auch noch 4 GB, ja. Tja, kann man nichts machen, aber ist so. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Ja, es ihr ist seht eigentlich Weißlauf auch in Gefahr. Und werdet ein Gefährte. Ja, der ist hinter mir. Das ist plötzlich hinter mir. Ich bin doch schneller raufgerannt. Jetzt ist er plötzlich wieder hinter mir. Also wir haben Stufe 1,5. Es geht sehr, sehr lange. Den ganzen Tag nur zu reden. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz? Ich bin hier, um zu helfen. Bittet Eol und Graumähne um Hilfe. Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Da oben sieht man die Burg. Die ist einfach so geil gelegen auf dem höchsten Berg. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren. Da hoch gehen wir sicher auch schon bald, aber machen die Quests noch nicht. Sagt mir bitte, wenn ihr schneller die Hauptquests sehen wollt, aber das Spiel ist zum Genießen da und das werde ich sehr gut machen. Damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages. Musst deswegen nicht laggen, Spiel. Du hast eine schöne Frau gesehen und du darfst gerne auch ein bisschen. Ja, Spaß haben, aber laggen musst du nicht. Hier ist Jovasker. Und die Quests werden wir auch relativ schnell machen. Nur so weit, bis wir eine Entscheidung treffen müssen, die ein bisschen nervig ist. Weil ich muss nebenbei auch noch eine andere von einem DLC machen, um recht gut ja, weiterzukommen. Ich bin ein Nord wie jeder andere, doch bin ich nicht dumm. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, so wie diese Graumähnen. Wir reden ja auch mit den Leuten hier im nächsten oder übernächsten Part dann, hä? Aber jetzt ist der Part nicht zu Ende, sonst wird es wieder zu lang gehen, bis das hochgeladen ist, weil ich ja 64-Bit aufnehme. Eben, es tut mir leid wegen den Lags, aber das ist Fraps. Also, ich denke, Fraps mag das nicht mehr zu rendern, weil das schon seit 2013 nicht mehr abgedatet wurde. Ich schaue nach einer anderen Möglichkeit, aber ich finde keine. Also die empfohlenen sind Broadcaster-Software und Fraps. Und sonst wird nichts empfohlen im Internet. Es gibt wahrscheinlich gar kein besseres Aufnahmeprogramm als Fraps. Weil Broadcaster halt so ja, offen ist, frei, kostenlos. Und deshalb nicht besser ist. Dixtree will ich nicht. Alles anders, weiß nicht, Vegas ist glaube ich nur zum Rendern. Keine Ahnung. Also wer mir da helfen kann, damit das nicht mehr leckt. Weil es läuft total flüssig. Ich habe jetzt 60 FPS. Also, ja. Also ich will jetzt weiterreden. Im Namen der nächsten Part geht es weiter, weil jetzt ist 30 Minuten. Auf Wiedersehen und tschüss.